Ist ein kindlicher Wutanfall eine Launenregulationsstörung? Das Normale wird immer häufiger zum seelischen Defekt erklärt. Gerade Kinder kriegen dann bei alltäglichen Gefühlsschwankungen ganz schnell Medikamente gegen die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Auch nach dem neuen Diagnosekatalog, an dem sich Ärzte orientieren, wenn sie den kleinen Patienten etwas verschreiben. Sogar für unter 6-Jährige wird das in den USA inzwischen empfohlen. Beate Frenkel und Astrid Randerath über die wachsende Zahl von Kindern, die mit Pillen ruhiggestellt werden. Justin ist 8 Jahre und Zweitklässler. Diagnose: Er ist hyperaktiv, nimmt deshalb ein Medikament gegen ADHS. Seither läuft es in der Schule gut. Für die Mitschüler ganz normal. Er nimmt nämlich auch Pillen. Du hast eine runde Kügelchen, hast du doch gesagt. Der muss man immer 3 oder so nehmen und die lutscht man dann und dann wird man nicht so zappelig. Die helfen. Ne, Justin? Das kennst du, glaube ich, auch, ne? Mhm. Die helfen einfach. Und die sind süß. Auch Justins Geschwister bekommen Pillen gegen ADHS. Die Familie hat viele Therapien probiert, sich aber am Ende für Psychopharmaka entschieden. Das ist das Medikament von Justin. Ja. Der nimmt 10 Milligramm, weil er halt auch noch sehr klein ist und sehr zart. Bei Sandy ist es das Gleiche, auch nach Körpergewicht verschrieben. Bei dem ältesten Michael ist es etwas anders. Das ist Strattera, das nimmt er abends. Dadurch kann er besser schlafen, kommt einfach besser runter. So. Und er nimmt auch dieses Medikinet bloß als Concerta. Das hat eine längere Wirkzeit wie dieses Medikinet, weil er auf eine Ganztagsschule geht. ADHS, eine häufige Diagnose und Pillen auf die Antwort. Medikamente, die größtenteils unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Die Zahl der ADHS-Diagnosen hat sich in Deutschland seit 2006 fast verdoppelt. Diese Entwicklung macht dem Schweizer Kinderarzt Remo Largo große Sorge. Seine Bücher über kindliche Entwicklung gelten als Standardwerke. Es gibt Kinder, die das brauchen, die unglaublich gut darauf ansprechen, aber das ist in meiner Erfahrung unter 1%. Und all die anderen Kinder, und das ist die Mehrheit, die kriegen das Medikament aus Gründen, die ich eigentlich nicht für berechtigt halte. Das Verschreiben von Medikamenten gegen ADHS hat sich in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland um das 200-fache gesteigert. Ein Milliardengeschäft für die Pharmaindustrie. Allein mit Ritalin hat die Firma Novartis im Jahr 2010 464 Millionen Dollar umgesetzt. In den USA ist Ritalin schon lange ein Verkaufsschlager. Jeder 10. Highschool-Schüler bekommt solch ein Medikament. Wie ist eine solche Steigerung möglich? Der Psychiater Peter Braggin hält ADHS für eine erfundene Krankheit. Er greift Pharmaindustrie und Ärzte scharf an. Wenn Sie ein solches Medikament einem Schimpansen geben, hört er auf zu spielen, zu umarmen, zu küssen oder aus seinem Käfig zu fliehen. Wenn Sie ein solches Medikament einem Kind geben, zerstört es genauso seine Spontaneität. Je nach Dosis werden manche sogar zu Zombies. Pillen gegen eine angebliche Krankheit. Ein bequemes Mittel, um unbequeme Kinder ruhigzustellen. Das Problem sind die Erwachsenen. Also die Eltern sind unter Druck, die Lehrer sind unter Druck, die Behörden sind unter Druck. Aus verschiedenen Gründen, aber so als Gesamtpaket führt das dann dazu, dass immer mehr Kinder ausgegrenzt werden. Und eine Möglichkeit ist diese Diagnose. Auch Anton Gakowski wurde rasch für krank erklärt von seiner Lehrerin. Schon 3 Tage nach der Einschulung. Er müsse jetzt Medikamente nehmen. Fachkompetenz in der Hinsicht hat sie überhaupt nicht. Letztlich ist es wahrscheinlich aus ihrer Sicht, dass die Kinder halt gefügig gemacht werden für den Unterricht. Ja, so kam es uns als Eltern vor. Als sich die Eltern weigern, erhöht die Schule den Druck. Er müsse Medikamente nehmen oder eben auf die Sonderschule gehen. Wir bitten die Schule um Stellungnahme, keine Erklärung. Wir haben versucht, uns Hilfe zu holen, einmal beim staatlichen Schulamt. Dann haben wir das Bildungsministerium angeschrieben.
Dann haben wir die Stadt Dobolo-Kirchhain angeschrieben, uns an den Bürgermeister sogar gewandt. Doch keiner dieser Behörden hat uns angehört. Immer wieder ging dieses Schreiben an die Berggrundschule zurück. Und man hat uns eigentlich ganz allein stehen lassen auf weiter Flur mit diesem Problem. Die Eltern aber halten durch. Anton geht heute aufs Gymnasium. Medikamente hat er nie genommen. Der Druck, Kindern Medikamente zu verabreichen, nimmt weiter zu, befürchtet der amerikanische Psychiater Alan Francis. Denn gerade wurde ein neues Handbuch in den USA veröffentlicht, das sogenannte DSM-5, an dem sich weltweit Ärzte und Psychiater orientieren. Das legt fest, wer als psychisch krank gilt. Wir haben heute schon eine Inflation bei solchen Diagnosen und der Verabreichung von Medikamenten für Kinder. Mit dem neuen Handbuch wird aus der Inflation eine Hyperinflation. Ich bin sehr besorgt, dass Menschen für psychisch krank erklärt werden, die es gar nicht sind, und Medikamente bekommen, die mehr schaden als helfen. Laut dem neuen Handbuch können selbst Kinder unter 6 Jahren Medikamente gegen das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit bekommen. Die Folgen könnten sein, da jetzt die Diagnose auch unter 6 Jahre gestellt werden darf, dass es hoffentlich nicht zum Ausverkauf der Diagnose kommt und jetzt auch aus dem Kindergarten eine riesige Schwemme von Kindern uns vorgestellt wird mit dem Verdacht ADHS. Es sollte jetzt nicht so werden, dass jedes Kind, was mal ein halbes Jahr unruhig ist und aufgedreht und sich mal nicht konzentrieren kann, sofort in diese Diagnosekiste kommt. Mit fast 700.000 ADHS-Diagnosen ist Deutschland schon jetzt weltweit an der Spitze. Schätzungsweise die Hälfte der diagnostizierten Kinder bekommt Medikamente. Dabei können die gefährliche Nebenwirkungen haben, warnt Arzneimittelexperte Gerd Gläske und verweist auf die USA. Dort hat man gefunden, dass zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme auftraten, es kam zu Herzrhythmusstörungen, es kam zu Schlaganfall-ähnlichen Symptomen. Man hat auch gesehen, dass ganz bestimmte Wirkungen auf die Psyche zutrafen, nämlich zum Beispiel auch das Suizidrisiko, das heißt, das Selbsttötungsneigungsrisiko bei Kindern dann ansteigen kann. Das heißt, wir haben in allen Bereichen eigentlich kritische Dinge erkennen können. Wegen der Gefahren führten 2010 deutsche Behörden strikte Regeln ein. Solche Medikamente sollen weniger und nur noch von Fachärzten verschrieben werden. Wenn aber eine Kompetenz notwendig ist, eine fachliche Kompetenz, dann sollten tatsächlich auch die Krankenkassen sehr viel mehr kontrollieren, welche Ärztinnen und Ärzte solche Mittel verorten. Denn es geht letzten Endes um die Risiken für die Kinder und es geht letzten Endes um die Sicherheit der Verordnung für die Kinder. Und das sollte hoch anstehen. Insofern sollte man Kontrollen durchführen, die aber bis heute nicht stattfinden. Wir fragen nach beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Kein Interview. Schriftlich schiebt man die Verantwortung weiter. Zitat: Ärzte verantworten die Therapie und müssen daher zuerst prüfen, ob dabei die Richtlinien eingehalten werden. Doch viele Ärzte geraten in einen Konflikt, fürchtet Kinderärztin Ruth Tom-Diek. Wer den Ritalin-Wirkstoff Methylphenidat viel verschreibt, verdient auch viel. Denn das wird extra vergütet. Na, wenn ich böse denken würde, könnte es natürlich Kollegen geben, die sagen, wir schreiben immer mehr von dem Methylphenidat auf, das lohnt sich auch finanziell. Ich kann da jetzt niemanden mit belasten, aber gesundheitspolitisch finde ich, ist es wichtig, das zu überdenken. Die Leidtragenden sind Kinder, vielfach Opfer einer falschen Diagnose.